Ich habe meine Küchenrolle. Und von daher kann ich jetzt mit dem Streichen weitermachen. Sein Flatschen hier trocknet ja so gut wie nie ein. Es dauert ja Tage, ehe der wirklich dicht ist. Von daher kann ich ihn noch benutzen.
Wenn schon, denn schon. Das mache ich noch komplett zu Ende. Da investiere ich noch mal einen Schluck von der Farbe. Den Rest möchte ich auch nicht eintrocknen lassen. Da habe ich hier noch ein besseres Verwendungsfeld dafür. Das ist jetzt ein Teufelskreis. Wenn ich jetzt wieder einen kleinen Klecks hier Farbe annehme, muss ich die wieder aufstreichen. Natürlich wird der dann nicht reichen. Auf der anderen Seite kann ich auch nichts halbfertig liegen lassen.
So, du bist aber definitiv Schluss. Jetzt kommt hier in das Wasserbad. Den Kram kann ich endlich mal wegschmeißen.